wie Outlook mit gelöschten Elementen oder dem Papierkorb umgeht und wie ihr E-Mails oder auch andere Outlook-Elemente zurückholen könnt, das hängt sehr stark von der Art des Postfachs und auch von der Einbindung des Postfachs in Outlook ab. Aber seht selbst. Hallo und herzlich willkommen zu den Tipps und Tricks rund um die optimale Nutzung digitaler Technik. Mein Name ist Arno Burger. In diesem Video schauen wir uns an, wie das Löschen und das Zurückholen von E-Mails abhängig vom Postfach bzw. der Postfacheinbindung im Detail funktioniert. Wenn du einfach nur wissen willst, wie du bei einem Exchange-Postfach ein endgültig gelöschtes Element, also ein Element, das nicht mehr im Papierkorb ist, wieder zurückholen kannst, dann schau dir den Quick-Tipp an, den ich in der Infokarte verlinkt habe. Wenn du mehr zu Microsoft 365 wissen möchtest, dann schau dir doch mal mein Buch an, das ich mit Sigrid Hess geschrieben habe, Microsoft 365 Zusammenarbeit in der Cloud für Dummies. Gerade erschienen am 10. August, kannst du auch hier unten in meinem Kanal in der Beschreibung direkt bestellen. Dann habe ich etwas mehr davon, als wenn du es bei Amazon oder bei deinem Buchhändler bestellst, denn dort bekomme ich nur das Autorenhonorar. So, ich habe mal hier 5 Postfächer vorbereitet, die auf unterschiedliche Arten eingebunden sind. Das erste Postfach hier, akademie@arnoburger, das ist mein persönliches Exchange-Postfach. Und wenn ich da einen Rechtsklick drauf mache, finde ich hier einen Befehl, der heißt Kontoeigenschaften. Und wenn ich da reinschaue in die Kontoeigenschaften, dann sehe ich, dass dieses Konto akademie@arnoburger.de ein Microsoft Exchange-Konto ist. Das zweite Postfach, das ist ein Postfach, das habe ich per IMAP eingebunden. Das liegt bei einem Provider, in meinem Fall ist es Jonos, weil ich da viele meiner E-Mail-Konten habe. Und wenn ich dort einen Rechtsklick mache, gibt es auch den Befehl Kontoeigenschaften. Und ich sehe dann hier die Mailadresse und die Art der Einbindung, nämlich IMAP SMTP. Dann habe ich eine dritte Variante hier. Wieder Rechtsklick, Kontoeigenschaften und ihr seht, diese E-Mail-Adresse ist per POP-SMTP eingebunden. Was das genau im Detail heißt, dazu mache ich mal noch ein extra Video, das ist dann in der Infokarte verlinkt. Wir schauen uns hier diese Bedeutung von POP und IMAP und Exchange nur so weit an, wie sie fürs Löschen relevant ist. Und dann habe ich noch 2 weitere Postfächer, nämlich hier einmal das Postfach von einem Kollegen, von dem Philipp Knauer. Und wenn ich da einen Rechtsklick drauf mache, dann finde ich hier keine Kontoeigenschaften. Das liegt daran, dieses Postfach ist nicht als eigenes Konto eingebunden. Wenn ich auf Datendateieigenschaften gehe und dann hier auf Erweitert, dann sehe ich, es handelt sich um Microsoft Exchange und dieses Postfach von dem Philipp Knauer ist zusätzlich zu meinem Akademie-Postfach eingebunden. Das heißt, hier unter Erweitert, das sehe ich, dass zu meinem Akademie-Postfach mit den Berechtigungen des Akademie-Postfachs zusätzlich das Postfach von Philipp Knauer geöffnet ist. Und dann haben wir noch eine letzte Variante. Rechtsklick, hier gibt es auch wieder keine Kontoeigenschaften. Datendateieigenschaften. Erweitert, wie gerade auch schon bei dem Konto von Philipp Knauer. Es handelt sich wieder um Exchange, wieder um ein Postfach, das zu meinem Postfach mit eingebunden ist. Aber hier unter Erweitert finde ich es nicht. Und das ist eine Besonderheit. Es handelt sich hier um ein sogenanntes freigegebenes Postfach oder Shared Mailbox. Das ist ein Postfach, das wird oft als Gruppenpostfach oder Teampostfach verwendet. Und inzwischen bei Microsoft Online ganz oft per Automapping eingebunden. Das heißt, es ist automatisch da, ohne dass man noch groß etwas tun muss. Und diese Postfächer verhalten sich nochmal anders, als wir das bisher schon gesehen haben. Das heißt also, wir haben jetzt hier 5 Varianten und wir schauen uns mal die ersten 3 genauer an. Und zwar sehen wir hier bei meinem eigenen Postfach, ich habe Posteingang, Entwürfe und hier zum Beispiel gelöschte Elemente, also das ist mein Papierkorb. Bei dem IMAP-Postfach habe ich Posteingang, Entwürfe, gesendete Objekte und Papierkorb. Es heißt also nicht gelöschte Elemente. Und hier ist wichtig zu wissen, IMAP heißt, es gibt auf irgendeinem Server mein Postfach und dieses Postfach wird mir 1:1 hier angezeigt. Das heißt, wenn ich hier in den Posteingang klicke, habe ich hier diese 3 Mails
Und wenn ich jetzt auf dem Server des Providers mir dieses Postfach anschaue, von dem Josef Meyer, dann sieht man, da sind auch diese drei E-Mails. Ja? Das heißt, ich sehe 1:1, was auf dem Server bei dem Provider der Fall ist. Bei POP3 hingegen sehe ich, hier heißt es Posteingang gesendet, gelöschte Elemente und auch nicht Spam, sondern Junkmail. POP3 heißt, es wird innerhalb von Outlook ein eigenes Postfach angelegt und die Daten, die bei dem Provider auf dem Server sind, werden einfach hierhin kopiert. Und das heißt, es gibt auch dazu ein Postfach bei dem Provider. Da haben wir Posteingang, Entwürfe gesendet, Spam, Papierkorb. Na, ihr seht Spam und Papierkorb, aber hier heißt es gelöscht und Junkmail, weil es nicht dasselbe Postfach ist, sondern weil hier nur die E-Mails in Kopie mit reingeholt werden. Und jetzt schauen wir uns mal an, was passiert, wenn wir etwas löschen. Wenn ich also hier in meinen Posteingang gehe von dem Exchange-Postfach und ich habe da eine E-Mail und ich drücke auf Entfernen, dann wird die E-Mail gelöscht und dann finde ich die hier unter Gelöscht wieder. Da ist sie. Und wenn ich diese E-Mail jetzt hier endgültig lösche, also ich drücke nochmal die Entfernen-Taste, endgültig löschen, dann ist die E-Mail erstmal weg. Und das mache ich hier mit der zweiten auch noch. Und dann ist die auch weg. Und das Besondere ist jetzt, weil sich dieses Postfach auf Exchange befindet, habe ich die Möglichkeit, hier über den Knopf gelöschte Elemente vom Server wiederherzustellen, diese endgültig gelöschten Elemente nochmal herzuholen. Ich stelle mir das immer so vor, wie ein Papiercontainer, der draußen steht. Da sind meine Mails jetzt drin und dort kann ich diese Mails gezielt wieder rausholen. Das heißt, wenn ich auf gelöschte Elemente vom Server wiederherstellen klicke, dann habe ich jetzt hier eine Liste mit E-Mails, die ich gelöscht habe. Und zwar diese hier am 14.08. Und wenn ich weiter runterblätter, dann komme ich zu denen, die ich am 27.08. gelöscht habe. Und da sind die beiden, die ich gerade gelöscht habe. Diese hier möchte ich jetzt wiederherstellen. Ich wähle ausgewählte Elemente wiederherstellen, bestätige mit OK. Es dauert einen kurzen Augenblick und dann erscheint die E-Mail, die ich gerade wiederherstelle, erscheint hier wieder und ich kann mit der weiterarbeiten. Also bei Exchange gibt es sozusagen noch so einen doppelten Boden, einen Container, aus dem ich die E-Mail zurückholen kann. Schauen wir uns als nächstes an, wie das bei IMAP ist. Ich gehe also in den Posteingang meines IMAP-Postfachs. Ich habe hier eine E-Mail, ich drücke auf die Entfernen-Taste. Die E-Mail landet hier im Papierkorb. Und wenn ich mir das jetzt mal anschaue beim Provider, wie das dort aussieht, dann sehe ich, diese E-Mail, das ist jetzt ein kleiner Zeitverzug, die ist hier auch im Papierkorb. Ja. Also das heißt, diese E-Mail, die ich gelöscht habe innerhalb von Outlook, ist jetzt auch bei meinem Provider im Papierkorb gelandet. Wenn ich jetzt in Outlook diese E-Mail nehme und sie lösche, dann heißt es, sie wird endgültig gelöscht. Ja, jetzt ist sie in Outlook weg. Es ist ein IMAP-Postfach, kein Exchange-Postfach. Deshalb gibt es hier auch kein Zurückholen. Und jetzt wäre die Frage, ob es sozusagen bei meinem Provider noch so einen weiteren Boden gibt, mit dem ich die E-Mail zurückholen kann. Soweit ich weiß, gibt es das bei den allermeisten Webmail-Postfächern wie Jonos, Strato, Web.de und so weiter nicht. Aber da müsstet ihr euch dann genauer anschauen, wie das bei eurem Provider der Fall ist. Wenn ich nochmal in dieses Postfach schaue bei meinem Provider, dann sehe ich, hier ist ein bisschen Zeitverzug, es dauert etwas, dann wird diese E-Mail hier auch verschwinden und hier wird die E-Mail, die ich gelöscht habe, dann auch verschwinden. Es ist, wie gesagt, nur eine Frage der Zeit, dann ist es tatsächlich weg. Wenn ich mir das jetzt in meinem POP3-Postfach anschaue, ihr erinnert euch, die Mails werden vom Server abgeholt, sie liegen hier und ich kann jetzt hier eine solche E-Mail löschen. Sie landet auch unter gelöscht. Und wir haben wieder dasselbe Prinzip, wenn ich hier lösche, endgültig, dann ist sie hier weg und es gibt auch kein Zurückholen mehr. Jetzt gibt es bei POP3 eine Besonderheit.
Wenn wir die E-Mails vom Server abholen, dann ist die Frage, werden die E-Mails auf dem Server gelöscht, nachdem sie abgeholt sind? Und das ist eine Frage der Einstellung in diesem POP3-Konto. Wenn ich mal über Datei, Kontoeinstellungen, Kontoeinstellungen nachschaue und ich nehme mir mal dieses POP3-Konto, schaue bei Ändern unter E-Mail-Einstellungen, dann sieht man hier eine Kopie der Nachricht auf dem Server belassen. Also der Standard ist, die E-Mail wird abgeholt vom Server, wird auf meinen lokalen Rechner kopiert und sie wird vom Server aber erst nach 14 Tagen entfernt. Das heißt, ihr könnt sie, wenn ihr euch direkt bei eurem Provider anmeldet, dort noch 14 Tage wieder zurückholen. Das geht bei IMAP nicht. Und es ist natürlich eine Frage, was ihr hier eingestellt habt. Wenn ihr sagt, die Kopie auf dem Server belassen und gar nicht entfernen, dann läuft unter Umständen euer Postfach auf dem Server irgendwann über. Oder wenn ihr hier eingestellt habt, keine Kopie auf dem Server belassen, dann wird in dem Moment, wo die Mail vom Server abgeholt wird, sie auf dem Server gelöscht und ist dann nicht so, wie wir das hier bei mir gesehen haben, hier auf dem Server noch vorhanden. Ihr seht, da ist nichts im Papierkorb. Diese Mails, die ich heute abgeholt habe, die sind noch 14 Tage genauso hier zu finden. Also bei IMAP sehe ich 1:1 in Outlook, was auch auf dem Webmailer ist. Und bei POP3 habe ich eine Kopie, die sich dann entsprechend unterscheidet. Schauen wir zum Schluss nochmal in unser IMAP-Konto. Und wir sehen, das dauert hier noch ein bisschen, bis diese Synchronisation dann abgeschlossen ist. Das ist aber nur eine Frage der Zeit. Also, jetzt seht ihr es hier. Jetzt die E-Mail ist gelöscht und sie ist auch aus dem Papierkorb gelöscht. Und da gibt es jetzt keine Möglichkeit mehr, die zurückzuholen. Ein Video zu den verschiedenen Möglichkeiten, Exchange-Postfächer einzubinden und welche verschiedenen Exchange-Postfächer es gibt, werde ich demnächst machen. Das findet ihr dann auch in der Infokarte verlinkt. Inzwischen findet ihr hier auf dem Kanal viele verschiedene Videos zu verschiedenen Themen. Und wenn ihr jetzt den Kanal abonniert, zum Beispiel weil euch die Outlook-Videos interessieren, dann werden euch natürlich auch OneNote und Planner und sonst welche Videos vorgeschlagen. Und wenn ihr die dann aber nicht anschaut, dann wird euch der YouTube-Algorithmus beim nächsten Mal meine Videos nicht mehr vorschlagen, beziehungsweise viel seltener vorschlagen. Wenn ihr also sicher gehen wollt, dass ihr erfahrt, wenn von mir neue Videos rauskommen, dann meldet euch doch unten an meinem Newsletter an, den habe ich in der Beschreibung verlinkt. Und dann bekommt ihr einmal in der Woche eine Info, welche neuen Videos es gibt und könnt dann direkt aus der E-Mail auf diese Videos zugreifen und seid nicht mehr davon abhängig, ob YouTube euch die Videos vorschlägt oder nicht. Jetzt gehen wir noch auf die beiden zusätzlichen Exchange-Postfächer kurz ein, die ich hier eingebunden habe. Und zwar, wenn wir uns das mal anschauen beim Philipp Knauer, der hat mir nur den Posteingang freigegeben. Und wenn ich jetzt in diesen Posteingang gehe und nehmen wir mal an, ich darf da löschen und ich habe eine E-Mail ausgewählt und ich drücke jetzt auf die Entfernen-Taste und die ist gelöscht, dann ist die Frage, wo ist die jetzt? Also wo kommt diese E-Mail hin, weil hier gelöscht gibt es ja nicht. Und wenn ich dann mal schaue in die gelöschten Elemente in meinem eigenen Postfach, dann sehe ich, dass diese E-Mail hierhin gelöscht wird. Das hat den Vorteil, dass ich sie auch wieder zurückholen kann, dass ich sie dem Philipp genauer wieder ins Postfach schieben kann. Aber das heißt natürlich, dass sie bei ihm nicht in den gelöschten Elementen ist. Und einen ähnlichen Effekt habt ihr bei Gruppenpostfächern, wenn ich jetzt hier in den Posteingang gehe. Ich habe hier eine Beispiel-E-Mail und ich drücke die Entfernen-Taste, gehen die gelöschten Elemente, dann ist die hier auch nicht. Hier ist zwar eine andere Mail, aber die, die ich gerade gelöscht habe, die ist hier. Das heißt also, bei zusätzlich eingebundenen Postfächern wird noch die Frage sein, wie gehen wir da eigentlich mit E-Mails um, die wir verschieben, löschen oder mit denen wir auch andere Dinge machen. Und dazu braucht es aber, denke ich, ein eigenes Video, weil das hier zu weit führen würde. Jetzt möchte ich euch zum Schluss noch eine besondere Einstellung zeigen. Und zwar gibt es die Möglichkeit, dass wir über Datei Optionen unter Erweitert hier bei Starten und Beenden von Outlook einstellen, dass beim Beenden von Outlook die Ordner gelöschte Elemente geleert werden. Das ist übrigens eine Standardeinstellung. Ich lasse die mal so und zeige euch mal, was da passiert. Und zwar haben wir ja jetzt hier gelöschte Elemente in meinem eigenen Postfach.
Wir haben hier haben wir gerade keins, das heißt, da würde ich gerne mal noch eins reinschieben, damit wir sehen, was da im Papierkorb passiert. Dann haben wir hier die gelöschten Elemente, da würde ich mal auch noch eins löschen, damit das hier in den gelöschten ist. Beim Philipp Knauer haben wir gar keinen Zugriff auf die gelöschten und hier gibt es auch ein gelöschtes Element. So, und jetzt ist die Frage, wenn ich jetzt Outlook beende, dann kommt die Frage, möchten Sie alle Elemente im Ordner gelöschte Elemente endgültig löschen? Und die Frage ist, was passiert, wenn ich jetzt auf Ja klicke? Wichtig ist dieses für alle Konten. Vielleicht erinnert ihr euch noch, wir hatten am Anfang den Rechtsklick auf so ein Postfach gemacht und dann gab es bei drei Postfächern Kontoeinstellungen. Das war nämlich mein eigenes, das hier oben ist, dann das von Josef Meyer, Stefanie Rosbach. Das gab es aber nicht bei Philipp Knauer und bei Info Arno Burger. Das heißt, es werden jetzt alle gelöschten Elemente und Papierkörbe geleert, die als Konto eingebunden sind, also die ersten drei. Ich bestätige mit Ja. Ich starte mein Outlook-Post, mein Outlook neu. Und da habe ich ein extra Profil. Und jetzt sind die gelöschten Elemente leer in meinem eigenen Postfach. Ihr seht, da ist leer. Hier in meinem IMAP-Postfach ist auch leer. Und hier in meinem POP3-Postfach ist es auch leer. Bei Info Arno Burger, da ist es noch da. Und das liegt daran, unter Datei Kontoeinstellung, Kontoeinstellung seht ihr, die drei, bei denen es gelöscht wurde, sind hier als Konto eingebunden. Das sind E-Mail-Konten. Und das solltet ihr euch merken, ganz generell, egal wie ihr arbeitet, ein E-Mail-Konto verhält sich, also ein Postfach, das als E-Mail-Konto eingebunden ist, verhält sich anders als Postfächer, die nicht als eigene E-Mail-Konten eingebunden sind. Am Donnerstag gibt es dann noch einen Quick-Tipp, wie du in den gelöschten Elementen sehen kannst, wann du das entsprechende Element gelöscht hast. Das ist vor allem für die von euch interessant, die ihren Papierkorb, ihre gelöschten Elemente nie oder selten leeren und gerne eine Sortierung danach hätten, was sie als letztes gelöscht haben, um dort Sachen schneller wiederzufinden. Also dazu gibt es dann am Donnerstag einen Quick-Tipp. Und dann bleibt mir nur noch vielen Dank fürs Zuschauen, viel Spaß und viel Erfolg beim Anwenden und bis zum nächsten Video. Ciao, euer Arno.